Hallo Freunde und willkommen zurück bei TÜV Forest. Was ist das denn gerade hier? In der letzten Folge haben wir ein bisschen erkundet rumgespackt und dann noch vor kurzem die Defense voll aufgestellt. Und heute würde ich sagen, legen wir mal direkt los hier mit, oh cool, Aloe Vera, ne? Das kann man bestimmt alles kombinieren, warte mal. Ah, jetzt haben wir schon was kombiniert, ne? Schon mal was Neues gelernt heute. Das sind bestimmt so Heilpflanzen. Die kann man ja nicht kombinieren in die Sachen, außer diese Dinger da für die Mollys, ne? Die könnte man noch kombinieren, aber Jungs, Mädels, keine Ahnung, was man damit machen kann. Das ist klar. Okay, die kann man auch kombinieren. Okay. Und die Flair ist klar, es ist, ja, alles klar. Bevor wir loslegen, sollten wir erstmal was essen, denn wir haben schon wieder mittlerweile ein wenig Hunger und daher werde ich uns erstmal hier einen Fisch braten. Ja, und den mal dahin schmeißen. So. Und ja, ich habe mir vorhin mal ein paar Gedanken gemacht, was für andere Projekte ich noch bringen könnte, worauf ich Bock hätte. Zurzeit ist ja irgendwie so eine Flaute, kann man sagen. Denn es kommen einfach keine coolen Spiele mehr raus zurzeit. Das ist erst dann wieder im Oktober der Fall. Was war das denn? Soda, cool. Weil im Oktober kommen dann irgendwie die ganzen neuen Spiele oder auch ein bisschen verschoben später. Unter anderem Far Cry 4, Dead Island 2, Dying Light, H1, Z1. GTA 5 für den PC. Und die habe ich mir bereits alle schon vorbestellt, weil ich es kaum erwarten konnte, ja. Und bis dahin, ja, keine Ahnung, habt ihr vielleicht noch Spieleideen, die man machen könnte? Denn ich finde es ein bisschen mau, wenn ich jetzt hier nur Forest, DayZ und Altes bringe. Oh shit, das sind Eingeborene. Oh, das dauert eine Weile, ich sehe nichts mehr. Da. Und das dauert ja noch bis dahin, bis mal die neuen Spiele rauskommen. Ich habe gerade keinen Plan. Ich hätte auch mal wieder so Bock auf ein... Oh, das macht ja die Axt wieder weg, ey. Auf so ein MMO oder... So ein Abenteuerspiel like Fable oder sowas in der Art. Aber irgendwie... Ich finde da nichts auf Steam. Ich finde da einfach nichts auf Steam. Und so ein 0815-Ding will ich auch nicht bringen. Das ist ja dann, naja... Hier hätten wir noch eine Soda. Ihr kommt zu uns, ne? Ist das korrekt? Was will denn der mit B hier? Haben wir was Neues hier irgendwie freigeschalten? Freigeschaltet, ja. Nee, das ist falsch. Okay. Die sind da oben, ne? Ich habe ja immer noch Schiss, wenn die durch die Wände kommen können. Weil das war ja doch ein Bug. Und übrigens die 0.06 kommt in 10 Tagen raus. Wahrscheinlich ist sie schon lange draußen, wenn die Folge online ist. Fuck. Da oben ist er. Oh, ich dachte schon, er hat uns gesehen, ne? Weil er so hastig rumgelatscht ist, so rumgerannt. So, was ist unser heutiges Ziel? Ich hätte Bock auf Erkundungstouren. Ja, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ich hätte aber unter anderem auch Bock, unsere Basis ein bisschen mehr zu schützen. Und wie es aussieht, müssen wir da oben auch Defensive Walls hinklatschen. Oh, guck mal, der hat sogar eine Fackel dabei da vorne. Ja. Geil. Hammer, nice. Ja, und für alle, die sich jetzt fragen, wo ist die Facecam? Ja, ich bestelle ja schon eine neue. Ich bin schon quasi dabei. Kommen die zu mir? Ich bin schon dabei. Aber das dauert noch ein wenig. Okay, die zwei rennen jetzt weg. Ich könnte den da jetzt angreifen. Ich glaube, das machen wir auch. Komm. Komm.
Komm her, du Drecksack. Nix da, du stirbst. Bist du tot? Jawohl, er ist tot. Das hat mir auch noch ein paar Teile für die Effigies. Das habe ich ganz vergessen, dass wir die auch noch haben. Ja. Verwenden wir doch die schnell. Ach, hier fehlt sowieso nur. Ach so, ja. Okay, okay, okay. Dann machen wir das anders. Das haben wir. Und das da wäre noch geil, ne? Das hier ist so ein mega fettes Hinstellen irgendwo. So, wunderbar. Dann können wir auch die anderen Teile noch aufsammeln hier. Wie zum Beispiel das Bein. Oder der Arm. Naja, jetzt, wir haben, glaube ich, so viele Arme, wie es aussieht. Da wäre auch noch eine, die wir schnetzeln können. Weißt du was? Ich baue das andere auch gerade mal hin. Dann haben wir einfach alle. Wie viele Arme haben wir? Was geht denn hier ab? Haben wir noch unbegrenzt Arme? Gibt's einen Bug noch? Kann gut sein, ne? Gut, dann hätten wir hier noch ein paar Effigies. Wir bauen Köpfe auf jeden Fall. Und die Koffer kann... Ah, die Koffer, die spawnen übrigens immer noch. Also, nach jedem Laden wieder. Sollte man eventuell auch mal fixen, Jungs. Aber gut. Nichtsdestotrotz, gehen wir mal hoch und gucken, was die hier... Ne, wir haben noch einen Karnickel. Was die hier gesucht haben. Aber was wir aber auch unter anderem brauchen, könnten wir so ein... So ein Leguan, so ein Lizard. Das wäre noch ganz vom Vorteil. Hier oben könnten wir unsere Behausung bauen. Theoretisch, ne? Könnten wir in der Tat tun. Aber erstmal im späteren Verlaufe. Irgendwann müssen wir sowieso noch die Höhle uns zu erkunden. Denn ich denke wohl kaum, dass wir das ewig überleben werden. Ich meine, ich schlag mich bisher ganz gut. Aber dennoch, also man sollte schon hier aufpassen, dass man nicht so eine, ja, so eine große Fresse hat in dem Spiel. Ihr wisst es ja, in Folge 2 oder 1 war das. Nee, in Folge 2, da, ne. Ah, Freunde, wir versuchen so lange wie möglich zu überleben. 2 Sekunden später war ich tot. Das ist schon krass. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen einfach den Strand ein bisschen entlang. Ja, das Segelboot ist weg, oder was? Wieso ist denn das Segelboot jetzt weg? Da war doch ein Segelboot. Darum kam ich da wohl nicht drauf, wa? Gut. Und der Hai, naja. Der ist halt... kann man nichts machen. Der ist leider verstorben. Okay. Steine, Steine, Steine. Da vorne liegt noch ein Tod, dann kann man den Kopf mitnehmen. Die kann man immer noch nicht abreißen mittlerweile, ne? Sollte man auch mal irgendwie, keine Ahnung, ins Spiel einbringen, dass man diese Effigies abreißen kann. Aber gut, die sind ja am Machen, immerhin. Es gibt ja auch andere Spiele in der Alpha, bei denen kaum was gemacht wird. Da finde ich das schon sehr nice hier in The Forest, dass da die Entwickler auch mal ein bisschen vorwärts machen. Und auch quasi so einen Counter haben. Wann denn das nächste Update kommt. Das ist auch sehr nice. Viele schweißen das ja irgendwie nur... Ist es irgendwie nur ein Entwickler oder so? Oder zwei? Genau wie bei... Nee, das war bei Banish, ne? Oder ist das... Kann auch... Ja, nee, ist glaube ich auch in Forest so. Und das ist dann auch doch schon mal sehr nice. Wenn man bedenkt, dass die Person da alleine oder maximal zu zweit ist. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren. So, nehmen wir mal die Stickies mit, wenn wir gerade dabei sind. Jo, alles klar. Gut, gehen wir hier weiter. Oh, sehr hell oder so. So neblig hier, ne? Ob das zu unserem Vorteil ist oder ob wir da eher in eine Falle tappen, das sehen wir jetzt jeden Moment. So, hier ist noch ein gestrandetes Boot. Ein kleines, feines,
Kann man das denn nicht irgendwie benutzen? Die Paddel kann man doch bestimmt mitnehmen hier, ne? Nein. Hä, sind das, ist, sieht das wie Lego? Lego-Teile, lol. Ah, da vorne ist es das Segelboot. Ah, das spawnt wahrscheinlich random, aber ist halt nur quasi für die Verschönerung der Map da. Falls es überhaupt eine Verschönerung ist. Ich gucke aber erstmal, ob hier Haie unten schwimmen. Da vorne sind. Alter, wie viele Haie. Der eine kommt auf uns zu, oder? Sehr riskant, was ich hier mache und im Endeffekt nicht hochkomme. Nein, ist auch verbuggt. Mist. Zurück, 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 zurück. Oh Gott, wenn der Hai das sieht. Kann ich irgendwie tauchen oder so? Ist ja lame. Wir brauchen aber mittlerweile wieder was zu essen. Kann man hier denn noch Fische angeln? Ne, was heißt angeln? Eher aufspießen. So brutal wie wir sind. Gibt's hier Fischis? Um den Vorrat aufzustocken. Wohl kaum. Was ist das da? Ein Stein, der verbuggt wurde? Oder verbuggt gewesen ist in der Ferne? Okay, was haben wir da? Ein großer Wald. Und hier ist ziemlich ein offenes Feld. Eieiei, wenn jetzt hier eine Horde kommt, ey, das sind wir sowas von tot. Sowas von tot. Sowas von tot auf der gestrandeten Insel. Wir sind die gestrandeten Leute. Und müssen immer noch Hans finden. Ein Karnickel schön und gut, aber von dem kann man nur eine. Jeweils eine Sorte mitnehmen. Was natürlich sehr schade ist. Denn ich hätte gerne vor Ort. Auf unbegrenzte Zeit. Aber man kann nicht alles haben. Oh Gott, gehen wir mal weiter. Naja, solange ja kein Regen ist, dann ist alles in Ordnung. Sollen wir uns mal ein Feuer basteln? Ist doch schön hier. Oh! Oh, ist so eine ganze Herde. Oh, sorry, Hase. Tut mir leid. Karnickelein. Komm, du auch noch. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Ja. Yes! Sehr nice. Noch ein dritten auf Vorrat, oder? Zumindest die Haut. So. Okay. Machen wir uns ein kleines Feuerlein. Zünden das provisorische Ding auch mal an. Wieso sind wir in voller Blut gecovert? Müssen wir uns mal kurz abwischen gehen hier. Ach, das Karnickel kann tauchen. Ich bin auch öfter ohne Tauchanzug unter Wasser und kann einfach so laufen und atmen. Das ist natürlich kein Thema. So, wir haben hier natürlich. Oh, Alter, wie eine Auswahl jetzt. Wir werden das Karnickel braten. Denn wir haben hier noch mehr Karnickel, um die wir uns kümmern können. Was. Ah, obwohl. So, dann bist du nicht umsonst gestorben. Wow, nicht ins Feuer laufen. Learn more about survival. Ah, ist das jetzt neu oder was? Black Color and Form in Paris. Toxic. Esper. Indigo Color. Vakuum. Ja, das wissen wir ja. Die Blueberries und die Twinberries. Black Twinberries. Und diese gelben Dinger da oben können wir noch nicht anwenden oder was? Ist alles noch sehr dubios irgendwie. Ich frage mich aber, ob man die Seile. Doch, die Seile muss man, glaube ich, finden. Sonst wird das nichts. Die Seile müssen wir, glaube ich, finden. Oder kann man die schon mittlerweile craften? Das ist halt hier wieder die Frage. Obwohl ich letztes Mal nichts entdeckt habe. Oh, was haben wir denn vorne? Ein Dorf mit. Sechs Eingeborenen. Oder eventuell mehr. Und der Staudamm da vorne geht den Berg hoch, oder was ist das da? Ein steigender Fluss. Ja, sehr schön.
Oh Gott, da vorne, ey. Die gehen weg und die anderen bewachen da noch, ne? Dann kann man unser Feuer sehen. Vor allem, wenn es Nacht wird. Ah, ich glaube, das dauert noch. Kann man da rüber schwimmen? Glaub kaum, ne? Was machen wir jetzt, Freunde? Ich würde sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, Freunde. Ciao. Auf Erkundungstour, auf dem Weg ins Ungewisse. Und somit geht es auch dann in der nächsten Folge weiter. Und da entdecken wir dann aber schon noch was. Oder haben wir es schon entdeckt in der Folge? Ich weiß gar nicht. Ja, wir sehen es dann auf jeden Fall bei The Forest. Bis dahin, Freunde. Macht's gut.